Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Wie man es macht, ist falsch, sagen viele. Das alte Sprichwort gilt momentan für die Diskussion um die Politikergehälter in Österreich. Der Kanzler hat ausgegeben, die sogenannte Nulllohnrunde bei Spitzen der Regierung. Also es soll nicht an die Inflation angeglichen werden, aber innerhalb der FPÖ, wo nahezu die Reihen komplett geschlossen und dicht sind, wird darüber gestritten. Es gibt sogar einen Chat-Streit. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Das andere, die unverschämten Zinsen bei Hypothekarkrediten in Österreich. Auf der einen Seite schießen die Zinsen nach oben, auf der anderen Seite werden nichts an Zinsen weitergegeben bei Sparen. Und das dritte Thema, das ist der Egoismus am Berg, der Skandal in der Todeszone am K2. Mein Name ist Karl Wendel, ich diskutiere heute mit Ursula Stenzel. Grüß Gott. Langjährige ORF-Korrespondentin, Moderatorin, und Moderatorin, Politikerin und Buchautorin. Danke. Und Robert Missig, SPÖ-Insider und kritische Stimme in diesem Land. Frau Stenzel, jetzt wird das erste Mal auch innerhalb der FPÖ heftig darüber diskutiert, wollen wir und sollen wir diese Nulllohnrunde exekutieren oder nicht. Die Vize-Landeshauptfrau in Salzburg, die Frau Marlene Swaziek, sagt, nein, ich mache bei diesem Bashing und bei dem Schlechtreden der Politiker nicht mit. Ich verzichte auf meine 4,8% Erhöhung nicht. Mhm, ja. Das ist also ein Thema, das Politiker immer wieder begleitet und ein Thema auch ist, das eigentlich nicht zu gewinnen ist. Weil wenn man sagt, wie die Swaziek, das ist also, man will die Politiker nicht schlechtreden lassen, dass die zu viel kriegen und so weiter, ist natürlich kontraproduktiv. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist eine Debatte, die man nie gewinnen kann. Weil natürlich leiden Politiker, die also Entschädigungen erhalten. In der EU hat das nicht einmal Honorar geheißen, sondern Entschädigung. Ja, ist hochinteressant. Für die Unbill, die man als Politiker manchmal zu ertragen hat. Es ist in einer Zeit, wo die Inflation wirklich dem kleinen Mann vieles nimmt und unsere Lebenshaltung und unser Wohlstand eindeutig schrumpfen, dann ist es nicht klug zu sagen, aber wir Politiker, wir wollen also auf unserem vollen Salär bestehen. Das ist kontraproduktiv, auch meiner Ansicht nach für die Politik. Was hochinteressant ist, ist, dass es hierzu offenbar verschiedene Meinungen gibt in der FPÖ und die auch an das Tageslicht kommen und beziehungsweise gespielt werden, weil sich natürlich jeder freut, wenn in der FPÖ auch einmal irgendwelche Risse, Haarrisse oder größere Bruchlinien sich aufpoppen und zeigen. Ich halte es für besser, für das politische Klima besser, zurzeit Nullrunden für Politiker zu beschließen und sich daran zu halten. Gut, der Kanzler Nehammer hat es ja ausgerufen, offensichtlich innerhalb der ÖVP halten sich derzeit alle noch daran. Zähneknirschend, ja, aber Robert Missig, die Landeshauptmann-Stellvertreterin, verdient bisher 17.813 Euro. Künftig bei der Erhöhung sollte sie 18.677 Euro monatlich verdienen, also um 863 Euro pro Monat mehr als bisher. Sie will das nicht, weil sie eben sagt, sie macht beim Schlechtmachen des eigenen Berufsstandes nicht mit. Ja, sie möchte lieber 5.000 an die Hochwasseropfer in Österreich spenden. Ja, sind das jetzt wirkliche Bruchlinien, die wir innerhalb der FPÖ sehen, oder ist das nur ein Geplänkel am Rande? Naja, ich glaube, da muss man zwei Sachen auseinanderhalten, nämlich die
den Konflikt innerhalb der FPÖ und die Sache selbst. Ja? Wenn wir beim Konflikt in der FPÖ bleiben, dann sehe ich natürlich schon, dass es da vielleicht auch um etwas anderes geht. Wir erleben ja jetzt schon das zweite Mal innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, interne Auseinandersetzungen innerhalb der FPÖ. Ich erinnere also vor 2 Wochen, wie in Oberösterreich beschlossen worden ist, ein Anti-Extremismus-Paket, auch im Hinblick auf die Razzien bei rechtsradikalen Gruppen, wo man quasi Waffenarsenale gefunden hat. Da hat die oberösterreichische FPÖ dem nicht zugestimmt, aber sie hat es zumindest nicht verhindert. Sie ist ja dort in der Landesregierung und wurde dafür öffentlich auch von der Gruppe um Kickl, also dem rechten, ultrarechten Teil, der die Parteiführung im Bund übernommen hat, kritisiert und hat wiederum dagegen geschossen. Das war sozusagen das erste Mal ein sichtbarer Konflikt. Und jetzt hat man eine Woche später mit den gleichen Protagonisten, also Heimbuchner auf jeden Fall auf der einen Seite und Zwatzig auf der einen Seite und auf der anderen Seite gewissermaßen die Gruppe um Kickl in Wien, einen zweiten sichtbar werdenden Konflikt. Und mein Verdacht ist schon, dass es dann nicht nur um die Sache geht, sondern um 2 Gruppen, die sich da immer mehr ineinander verhaken und mittlerweile es auch nicht mehr schaffen, diese Konflikte unter der Aufmerksamkeitsschwelle zu behalten, was ihnen ja bisher gelungen ist. Das ist das eine. Das andere ist die Sache selbst. Da würde ich sagen, es ist völlig richtig, was die Frau Stenzel sagt. Es wäre frivol, unmöglich und nicht nur nicht verkaufbar, es wäre auch falsch, wenn Spitzenpolitiker jetzt entsprechend dem Gesetz, das man ja immerhin auch festgeschrieben hat, dass die Politik entlang der Inflationsrate erhöht wird, die Einkommen, bei dem bleibt, wo ja der große Teil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, Einkommenszuwächse entlang der Inflationsrate durchzusetzen. Manche Unternehmen schaffen das, also manche Gewerkschaften schaffen das, aber halt nicht alle. Und da wäre das frivol. Die Lösung, die sich jetzt abzeichnet, also eine Nulllohnrunde auf der Spitzenverdienerebene der Bundespolitik und eine Lohnrunde von 4,8% bei der Landespolitik, die ja auch dann auch jeden Bürgermeister, der 5.000 oder 2.000 oder 6.000, je nach Größe der Gemeinde, verdient, das finde ich durchaus richtig. Und wir müssen ja auch bedenken, das geht ja dann runter bis zum Gemeinderat und bis zum Landtagsabgeordneten und bis zum kleinen Bezirksrat. Ja? Und das soll man ja nicht ganz vergessen, die haben ja nur ganz wenig tatsächlich Aufwandsentschädigung und tatsächlich viel zu tun. Die kriegen dann vielleicht 400 €, 500 € im Monat, haben aber ganz viele zum Beispiel auch Termine im Hinblick als Baubehörde, müssen bei jeder Widmungsverfahren dabei sein. Das ist ja wirklich Arbeit. Wenn die 8 so Baubewilligungsverfahren haben und dann kriegen sie 400 € dafür, na, dann sind das ein Tagessatz von 50 €, da hätte der Installateur nicht aufstehen dafür. Ja? Also da soll man schon auch ein bisschen den Kontext wahren. Also insofern fände ich diese Lösung, wie sie sich abzeichnet, in der Nähe des Vernünftigen, sagen wir es so. Es erklärt vielleicht, weil der Robert Misik Sie darauf angesprochen haben, dass also hier unterschiedliche Empfindlichkeiten sein müssen. Ja? Den einen trifft es viel mehr, weil er weniger von Haus aus kriegt. Also das sind die kleineren Bürgermeister in kleineren Gemeinden und so weiter. Also Bürgermeister in kleineren Gemeinden, mittleren Gemeinden. Und da muss ich sagen, natürlich, da scheint es natürlich so, dass die Swazik Marlene hier, die ja in den Gemeinden gepunktet hat und in den kleinen Gemeinden also sehr viel Stimmen bekommen hat, nicht unbedingt will, dass die schlecht getroffen werden durch eine Nullrunde sozusagen und einen Entschädigungsstopp. Also das ist irgendwie, erklärt das, ja, es macht es nicht besonders gescheit, aber es macht es vielleicht nachvollziehbar und verständlich, dass die Marlene Swazik und auch der Heimbuchner hier die kleineren Gemeinden und Bürgermeister im Auge haben und nicht so sehr ihr eigenes sozusagen Ego. Ja, aber man könnte da in dem Zusammenhang ja sagen, also ich
stimme dem zu. Wohl aber kämpfe ich für meine Funktionäre bei den Gemeinden, für die Bürgermeister und jene, die wirklich Tag und Nacht für die Bevölkerung vor Ort da sind. Ja. Bei 17.890 Euro im Monat ist viel. Naja, kann man auch mit weniger auskommen. Also, es ist brutto natürlich, muss man immer dazu sagen. Aber klar, es ist mit weniger sicher auszukommen. Also der Politstreit innerhalb der FPÖ ist also mal für die FPÖ nicht gut und er ist für die Politik als Gesamtes nicht gut, würde ich sagen. Aber ich wollte nur eine kleine Erklärung anfügen, weil die Swazek sich da so dagegen gewehrt hat, nicht wahr? Und das ist vielleicht im Nachhinein ihrer Wahl geschuldet, die sie also vor allem in den Gemeinden ja gewonnen hat, in den kleineren, nicht in Salzburg. Ja, aber erinnert dieser Streit, dieser kleine Streit innerhalb der FPÖ nicht ein wenig an das, was wir unter Jörg Haider gesehen haben, wo eben eine Frau Susanne Ries im Ja, das, so weit sind wir also nicht. Ne? So weit sind wir sicher nicht. Ich halte, aber es sind die Bruchlinien natürlich klar. Also auf der einen Seite Heimbuchner, Kickl war immer eine gewisse Ambivalenz, sagen wir so. Der eine immer gemäßigter, liberaler und der andere immer radikaler und überspitzter, auch in seinen Argumenten und in seiner Politik. Also die waren unter auch Konkurrenten natürlich um den Parteivorsitz. Und daher glaube ich schon, dass hier eine gewisse Symptomatik liegt in dieser Auseinandersetzung innerhalb der FPÖ, dass es hier eben nicht so harmonisch ist, wie Kickl gerne möchte oder auch Heimbuchner gerne möchte. Es ist eben so. Aber außer, das würde ich auch nicht überdramatisieren, weil sie haben natürlich in jeder Partei gibt es differenzierte Meinungen und die an die Oberfläche auch kommen, nicht? Ursula Stenzel meint, das ist ein normaler Diskurs, den gibt es eben in jeder Partei. Erstaunlich ist nur, dass eben diese Chats, die genau diese Thematik beinhalten, nach außen gespielt wurden, und konkret zu einer Tageszeitung, die das dann auch veröffentlicht hat. Sehen Sie, Herr Misik, das ebenso wie Frau Stenzel, oder ist da doch mehr dahinter in diesem, sagen wir, Gehaltsstreit innerhalb der FPÖ? Gibt es da eine Front gegen Kickl innerhalb der FPÖ? Naja, ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Front gegen Kickl innerhalb der FPÖ gibt, weil dazu ist diese Partei auch zu sehr geschlossen, auf diesen Kurs weit nach rechts zu gehen. Ja, also wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, wie sich die FPÖ immer mehr radikalisiert. Wir haben das in der Corona-Phase erlebt, wo sie quasi sich zum Fürsprecher und zum Anwalt dieser teilweise auch irren Demonstrationen gemacht hat, die jede Woche durch Wien gezogen sind. Wir haben auch erlebt, wie sich diese Gruppe um Kickl, also da muss man sagen Havenmaker, Berlakovic, Schnedlitz, immer mehr als eine sich ins Extremistische schraubende Gruppe geriert hat. Das heißt, sozusagen diesem Beispiel der AfD zu folgen, das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch gesehen, wo die AfD ihren Parteitag gehabt hat in Magdeburg, wo sie die Parole ausgegeben hat. Es ist nicht mehr die Zeit, sich zu mäßigen. Man hat es ja früher gekannt, bei Haider und so weiter, dass man sozusagen, man ist radikal, wenn man in der Opposition ist, aber wenn man dann regieren will und Erfolg haben will, muss man dann doch mäßiger werden, gemäßigter werden. Da hat die AfD die Parole ausgegeben, diese Zeit ist vorbei, wir müssen eigentlich radikaler werden. Und das hat die Gruppe um Kickl natürlich in den letzten Monaten auch vorexerziert. Und da gibt es ganz offensichtlich jetzt auch einen Widerstand dagegen, der sich auch öffentlich äußert, aber vor allem würde ich sagen, eine Unzufriedenheit in Teilen der FPÖ, die sich aber gar nicht öffentlich äußert. Ja? Also das muss man ja auch sagen, man kann sich ja circa an den... Das hätten manche gern, das hätten manche gern, ja. Man weiß ja welche Persönlichkeiten in der FPÖ damit sehr unzufrieden sind und man kann sich auch vorstellen, dass ein Bürgermeister wie der Herr Rabel in Wels, der eher zum Moderator
moderaten Flügel gehört, gar nicht das gut findet. Aber das sind natürlich alles Leute, die sich im Moment eher nicht äußern. Ja? Also diesen Konflikt gibt es in der FPÖ meiner Meinung nach eher grundsätzlich und subkutan, aber er bricht halt jetzt nicht auf, auch wenn die Leute einfach Angst vor dem Kickl haben. Er bricht vor allem nicht aus, weil die Umfragen sehr gut sind. Und solange Kickl die Umfragen quasi gewinnt und auf diesem hohen Stand bleibt, und das bleibt er seit Monaten, ja, unbestritten, wird er natürlich in dieser Partei zu Recht beanspruchen, das Sagen zu haben. Und es ist sicher jedes Mitglied der FPÖ sehr gerne bereit, gute Umfragen, auf guten Umfragen bis zur nächsten Nationalratswahl zu schwimmen. Ergo dessen halte ich die Bruchlinien, die hier auftauchen, eher für Haarrisse und nicht für wirklich tiefgreifende Auseinandersetzungen. Da wäre die FPÖ ja faktisch auf einem Kamikaze-Kurs, und das ist sie bei Weitem nicht. Ja. Ja, naja, für das Land ist es natürlich schon ein Kamikaze-Kurs, den der Kickl hier führt. Diese permanente Selbstradikalisierung, erinnern wir uns dran, vor ein, zwei Jahren gab es noch zumindest verbale Abgrenzungsversuche von den Identitären. Ja. Jetzt macht man sich quasi zum Sprachrohr und zum Verteidiger und Anwalt dieser rechtsextremen Gruppe. Hafenecker hat ja öffentlich all jene gerügt, die sich hier distanzieren, und hat gesagt, das ist eine patriotische Gruppe, die sich auch gegen für Remigration einsetzt, also quasi für Massenabschiebungen und Deportationen. Das ist ja alles etwas, wo früher selbst die FPÖ unter radikalen Zeiten, unter Strache und Co. gesagt hat, da wollen wir nicht anstreifen. Und diese FPÖ wird immer, immer radikaler. Und das ist natürlich etwas, was schon auch eine, nicht nur fürs Land ein Risiko ist, sondern für die FPÖ als solche. Weil am Ende des Tages wollen die Leute natürlich so eine überzogene Radikalität nicht haben. Das kann natürlich bei Wahlen noch mal ordentlich einen Schuss ins Knie werden, wenn die Leute das Gefühl haben, na, sowas Narrisches, sowas wollen wir uns wirklich nicht in die Regierung hineinholen, und eine Regierungspartei, wo dann die Identitären mit am Regierungstisch sitzen wollen, na, das ist uns vielleicht auch ein bisschen zu arg. Da wird sicherlich genügend Leute gegen, auch im moderaten, konservativen Bereich, die vielleicht normalerweise für die FPÖ ansprechbar wären, aber die dann abgeschreckt werden. Also ich glaube, dass die FPÖ, je mehr Mitte-Bürger sich der FPÖ zuwenden, natürlich auch immer eine Mitte-Partei zu beanspruchen wird. Sie wird beanspruchen, für die Mitte zu sprechen und in der Mitte zu sein. Und das sollte man ja auch nicht streitig machen, obwohl viele Dinge in der Argumentation unter Umständen in eine rechte Grenzlinie zu kommen drohen. Aber ich würde diese Gefahr nicht überschätzen. Ja, zumindest in den Umfragen. Jetzt verstehen Sie, also sozusagen die FPÖ in der Mitte, muss man schon eine spezielle Brille aufhaben, um auf diese Idee zu kommen. Also die FPÖ ist ganz weit weg von der Mitte und geht immer mehr zum rechten Rand, sodass von der Tisch quasi auch In dem Moment, wo die Mitte am Profil verliert, ja, sagt man immer, die Konkurrenzpartei, und das ist ja ein Wettbewerb zwischen ÖVP und FPÖ, das ist ja unbestritten, geht dann mehr nach rechts. Also die kommunizierenden Gefäße sind es immer. Einmal ist die ÖVP mit der Nase vorn und einmal die FPÖ. Im Moment ist es die FPÖ. Ja, zumindest in den Umfragen schaut es so aus, dass bei Kickl konstant bei 30% liegt. Während es innerhalb der FPÖ immer lauter wird und der Kanzler, wie gesagt, die Nulllohnrunde ausgegeben hat, explodieren die Zinsen, vor allem bei Hypothekarkrediten in Österreich. Österreich ist ein Land der Häuselbauer. Hunderttausende haben momentan ein Problem, dass der Kredit für das Haus immer teurer wird und gleichzeitig das, was man ein Leben lang angespart hat am Bankkonto, im Endeffekt immer an Wert verliert. Also auf der einen Seite 7, 8, 9% für Kredite, auf der anderen Seite 0,01% für das Angesparte. Also diese
Zange geht ganz weit auseinander. An sich ein Thema, wo sich die SPÖ drauf setzen sollte. Aber Andreas Babler glänzte jetzt seit einigen Wochen schon mit Abwesenheit und mit Ruhe. Zumindest die Wortmeldungen hielten sich in Grenzen. Man hat immer nur gehört, er wird am 11. seine Comeback-Tour starten. Im Endeffekt hat er jetzt länger und intensiver geschwiegen, als es zuvor Pamela Rendi-Wagner getan hat. Was man bei den Kreditzinsen und den Gewinnen der Banken machen kann, zeigt ja momentan Giorgia Meloni in Italien vor. Sie hat eine Sondersteuer für die Gewinne der Banken ausgerufen. Herr Miesig, hat Andreas Babler zu lange ruhig und still gehalten? Hat er sich zu lange und zu intensiv auf seine Sommertour vorbereitet? Oder hätte er doch in den vergangenen Tagen und Wochen intensiver in das aktuelle Geschehen eingreifen sollen? Vielleicht hätten Sie auch ein bisschen besser recherchieren sollen, weil Andreas Babler ist, glaube ich, was haben wir heute, Freitag, also er ist seit Beginn dieser Woche längst aus seinem Urlaub zurück. Der Urlaub hat zwei Wochen gedauert. Und gerade zum Thema Banken und Zinsen und dass man diese Übergewinne abschöpfen muss und Übergewinnsteuern braucht, hat er, glaube ich, gestern oder vorgestern am Mittwoch sich geäußert. Das ist mal das Erste. Diese Sommertour, die er jetzt macht, ist gestartet. Das ist auch total richtig so, weil das ist die Notwendigkeit in einer Zeit, wo die Menschen das Gefühl haben, da gibt es Krisen und Krisen und Krisen und keiner repräsentiert mich, dass ein Politiker, insbesondere ein Politiker einer sozialdemokratischen Partei, also einer sozial orientierten Partei, durchs Land zieht und so viele Menschen wie möglich auch mal trifft. Das ist ja jetzt nicht eine nebensächliche Sache, sondern dieses Kontakt aufnehmen, sich mit den Menschen zu verbinden, auch die Sorgen der Leute wahrzunehmen und mit ihnen zu diskutieren und die nach Wien ins politische System zu tragen. Das ist ja jetzt nicht nur Wahlwerbung, heißt der Wahlkampftour machst, sondern das ist ja auch eine Art von politischer Recherche, ist total wichtig. Da habe ich ihm überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich habe ihm sowieso nichts vorzuwerfen, aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema selbst. Ja? Natürlich, wir sind in einer Situation, wo es nicht nur die Zinssituation ist die eine Geschichte. Die Mieter können sich ihre Miete zum Teil nicht mehr leisten. Das ist existenzbedrohend. Wir haben die vierte Mieterhöhung in diesem Jahr. Wir haben die Probleme, die diejenigen haben, die sich ein Eigenheim irgendwie geschaffen haben. Entweder selber gebaut oder teilweise selber gebaut, Kredit aufgenommen, Eigenmittel gehabt, hatten sie zum Teil und deren Kreditraten jetzt explodieren und auch nicht mehr, und das auch existenzbedrohend ist im Ausmaß mittlerweile. Dann haben wir natürlich sehr viele, das soll man ja nicht ganz vergessen, die das vorhatten und bis jetzt noch nicht getan haben, die praktisch überhaupt keine Chance mehr haben, einen irgendwie bezahlbaren Kredit zu bekommen und überhaupt auch von der Bank überhaupt keinen Kredit mehr bekommen. Das kommt ja auch noch hinzu, dass die Kreditbedingungen der Banken angezogen haben. Das heißt, diese ganze Branche, wenn man es nennen mag, wo sich Leute Eigenheim schaffen auf Kredit, das funktioniert heute nicht mehr. Ja, also die kriegen es einfach nicht mehr. Also das ist eine ganz, ganz breites Spektrum von Problematiken, gegen das aber unsere Regierung auf keiner Ebene etwas getan hat. Weder hat sie etwas getan, um die Inflation selbst zu bekämpfen, noch hat sie etwas getan, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, einigermaßen gut durch diese Krise zu kommen. Und die Folgen sieht man jetzt. Das hat ja nicht nur Folgen übrigens für die Menschen selbst, sondern damit auch Folgen für die Konjunktur. Darf man ja nicht vergessen, wenn sich Menschen nicht mehr leisten können, Eigenheime zu erwerben oder auch selbst zu bauen oder bauen zu lassen, dann hat es massive Auswirkungen auf die Baukonjunktur. Das ist die nächste Krise, die auf uns zukommt, die Krise am Bausektor. Also das sind ja alles Dinge, wo eine Regierung längst etwas tun müsste und wo man Programme auflegen müsste. Und da ist es auch die Aufgabe von einer Opposition, ganz klar zu sagen, das wären unsere Pläne, das sind unsere Pläne, wie man dagegen vorgeht. Ja, und das hat die Sozialdemokratie getan. Ich glaube, gestern sogar der Finanzsprecher Jan Greiner hier bei Ihnen im Interview
und so weiter und so fort. Also da brauchen wir der Sozialdemokratie überhaupt nichts vorwerfen. Gut, also ich glaube, Babler ist mehr oder minder abgetaucht die letzten Wochen. Und es ist klar, er benutzt das, was er am besten kann, kommunizieren und sucht also mit der Basis Kontakt und horcht sich um, wo den Leuten sozusagen der Schuh drückt und wo ihre Probleme sind. Und da wird er natürlich sicher hören, dass also sehr viele Menschen, kleiner, nicht gut verdienende, nicht besser verdienende, unter dieser Inflation enorm leiden. Und sie ist natürlich im Moment, glaube ich, bei 7%. In Österreich, also immer noch hoch. Und es ist immer noch keine Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn man wie Babler doch sehr propagiert hat, die 32-Stunden-Woche, damit also eigentlich ein Modell propagiert hat, das also mit weniger Arbeit bei gleichem Lohn auch die Produktion einbremsen wird, nicht wahr? Dann muss man sagen, ist das eine Politik und ein Konzept Bablers, das ein Ungleichgewicht zwischen Produktion auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite stört. Und solange diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage nicht vorhanden ist, sind wir in der Inflationsspirale. Und die Inflation ist eigentlich der Feind unseres Wohlstands und der Feind des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Und dagegen hat er meiner Ansicht nach nicht wirklich ein schlüssiges Konzept vorgelegt. Er ist also mehr oder minder auf Tauchstation gegangen. Man hat also sehr lange von ihm nichts gehört. Und er soll sein, dass er sich sehr vorbereiten wird auf den Parteitag dann im November, nicht wahr? Und dann werden wir schauen, ob er bis dahin etwas mehr aufzubieten hat, was also diese wirklichen Probleme, Inflation, Teuerung, steigende Mieten und so weiter wirklich bekämpft. In Österreich liegt die Inflation bei 7%, in der Schweiz sind es 1,7%. Ja. Aber Herr Misek, Sie wollten da noch etwas sagen. Also ich finde es erstens mal eher lustig, dass wenn der Andreas Babler jetzt 2 Wochen auf Urlaub ist, er gleich allen dramatisch abgeht. Das ist natürlich ein schönes Zeichen. Aber ich kann Ihnen versprechen, er wird jetzt wirklich wieder deutlich zurück sein und Sie werden sich irgendwie sozusagen noch wünschen, dass er wieder weniger da wäre. Ich meine, man soll ja nicht ganz vergessen, seit Januar, da waren ja die niederösterreichischen Landtagswahlen, ist er im Dauerwahlkampf gewesen und in Dauer durch das Land gezogen bis quasi Mitte Juli. Und das in 2 Wochen Urlaub, etwas, was ich für einen Spitzenpolitiker nicht nur für angebracht halte, sondern auch für notwendig. Ja? Weil Kraft wird er noch genug brauchen, um die Aufgaben zu erfüllen, die jetzt vor ihm liegen. Da würde ich mir wünschen, dass er sich so viel Kraft tankt, wie nur möglich. Man kann ja trotzdem auf Urlaub sein, um Gottes Willen, das wird man ihm ja gönnen. Ja, das ist 2 Wochen, ist wirklich nicht viel. Aber man kann sich ja so vorbereiten, dass man fast täglich irgendeine Meldung oder eine Information herausgeben lässt. Und da ist die Frage, ob er das wirklich sehr effizient tut. Ein Facebook-Posting zu dieser Frage und zu jener Frage wird mit Recht nicht so eine große Aufmerksamkeit erzielen. Und das ist ja im Sommer auch ein großes Drama. Ja? Also wir haben ja, das halten wir alle ein bisschen aus. Ja? Das ist im Sommer. Die Leute wollen schon Rückmeldungen. Kommunikation gibt. Aber ich will ja nochmal zu den Sachen selbst kommen. Es ist ja völlig klar, was die Versäumnisse der Regierung sind und was getan werden müsste. Ja, die Versäumnisse der Regierung sind, dass sie in den letzten Jahren praktisch nichts unternommen hat, was die Inflation als solches reduziert. Ja? Überall da, wo Preisbremsen möglich gewesen wären, wo andere Regelungen, wie zum Beispiel bei den Mietpreisen möglich gewesen wären, überall da, wo man zumindest eingreifen hätte können, indem er die Wettbewerbskommission beauftragt, bei den Lebensmittelpreisen hinzuschauen. Ja? Überall da hat die Regierung versagt. Man hat die Inflation auf den höchsten Wert in den vergleichbaren Ländern in Europa steigen lassen, war bis vor kurzem bei 10%, jetzt ist bei 7% und hat dagegen überhaupt nichts getan. Dass das dann Sekundäreffekte hat, ja, ist ja auch klar. Das hat ja jeder vorher gewusst. Die Sekundäreffekte heißen, erstens, die Unternehmen haben höhere Kosten und müssen sie dann irgendwann mal weiter
weitergeben. Und zweitens, die Beschäftigten werden dann natürlich auch sagen, okay, wir haben jetzt 10% Reallohnverlust gehabt, wir wollen das ausgeglichen haben. Ja? Und da geht jetzt sozusagen die Regierung auch noch her und sagt, naja, bei den Nulllohnrunden im Herbst müssten die Beschäftigten Lohnzurückhaltung üben und es wird nicht vollständig möglich sein, die Inflation abzugelten. Ja? Das ist ja irre. Eine Regierung, die nichts gegen diese Inflation getan hat, gibt jetzt den Gewerkschaften und den Beschäftigten auch noch Ratschläge, dass sie die Inflation nicht vollständig abgelten soll. Ja? Das ist ja hanebüchen. Ja. Also das Entscheidende wäre doch jetzt, erstens mal ist es ja völlig klar, es muss so viel wie möglich getan werden, dass die Reallohnverluste für die Beschäftigten ausbleiben, also dass es bei den Lohnrunden im Herbst eine vollständige Kompensation gibt. Aber damit das nicht wirklich übergeht in eine Lohnspirale, muss etwas getan werden, dass auch die Preise wieder nach unten gehen, die Mieten nach unten gehen, dass etwas getan wird bei den Lebensmittelpreisen. Es braucht vielleicht so etwas, was man früher mal hatte, Lohnpreisabsprachen, dass alle auf einen Tisch kommen und sagen, okay, wie können wir uns einschränken bei der Lohnseite, aber auch bei der Preisseite, dass wir die Inflation wieder unter Kontrolle bekommen. Nichts von all dem wird getan. Ja, also Sie sprechen das an. Man erinnert sich an die Sozialpartnerschaft, die hier also eine wesentliche Aufgabe und Verantwortung hat und wahrnehmen muss. Und ich nur bei all dem, was Sie jetzt gesagt haben, sieht man das Dilemma, in dem sich die Politik befindet. Nicht? Entweder sie tut aktiv etwas dagegen, ja, und greift ein in die Wirtschaft, greift planmäßig ein in die Wirtschaft, planwirtschaftlich. Dann kommen wir in eine Planwirtschaft. Alles, was Sie gesagt haben, deutet in diese Richtung, lieber Herr Mesig. Und das ist die Frage, ob wir das wirklich wollen und ob die Politik einen derartigen Schwenk hin zu einer Planwirtschaft, die ständig eingreift, ja, in den Markt, in die freie Wirtschaft und so weiter. Und da hinein pfuscht auch den Sozialpartnern, ehrlich gestanden, ob wir uns das wünschen sollen. Ich halte das für eine schwierige Frage. Ich beneide keinen Politiker, der hier eine Entscheidung immer wieder treffen muss. Aber ich warne auch gleichzeitig davor, dass zu viel Eingriff in eine Planwirtschaft mündet und die Probleme nicht löst. Wir haben es im Moment eben mit einer starken Insolvenzwelle zu tun, die uns verspätet sozusagen erreicht nach Corona und dieser Pandemie und die jetzt also die Wirtschaft und den Menschen wirklich zu schaffen macht und die zu einem Hoch an Insolvenzen führt. Und das muss man in den Griff kriegen, denn je mehr insolvente Unternehmen es gibt, die nicht weitermachen können, umso weniger Arbeitsplätze wird es geben, umso weniger Lohn wird es geben, umso weniger Nachfrage wird es geben und umso mehr Inflation wird es geben. Und diesen Circulus Viciosus zu stoppen, das ist Aufgabe sicherlich der Politik bis zu einem gewissen Grad, aber vor allem der Sozialpartnerschaft. Ja. Naja, so sehe ich das nicht. Also erstens mal sozusagen, wenn Sie da das Schreckensgespenst einer Planwirtschaft an die Wand malen, das ist insofern ein Quatsch, es geht ja nicht um Planwirtschaft, sondern es geht um Regeln in der Wirtschaft. Naja, ja? Sie sprechen wir immer haben, wieder eingreifen, ja, eingreifen, wir eingreifen. Haben eingreifen jetzt, ne? Wir haben jetzt Regeln in der Wirtschaft, man kann diese gleichen Regeln anders machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass bleiben wir beim Beispiel der Energiewirtschaft, diese Art und Weise der Preisbildung auf den Energiemärkten eine Marktentscheidung ist, das ist gesetzlich geregelt. Wie werden die Preise an den Energiemärkten hergestellt? Da gibt es Regeln, die kann man ändern. Ja, wenn man sagt, sieht eine Regel, die bisher ganz gut funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr, weil der Gaspreis zu 100% auf den Strompreis umschlägt, dann muss ich diese Regeln ändern. Dass die Mieten entlang der
Inflationsrate angepasst werden, ist eine gesetzliche Regelung. Das ist kein Marktentscheid. Ja? Das ist eine gesetzliche Regelung, dass die Bestandsmieten entlang der Inflation angepasst werden. Hat man sich halt gedacht, das ist eine gute Regelung, solange wir Inflationsraten von 2,5 oder 3% haben. Ja? Aber nicht dazu gedacht, was passiert eigentlich, wenn wir eine Inflationsrate von 10% haben, wo plötzlich die Mieten selbst aufgrund dieses Gesetzes zum Inflationstreiber werden. Ja? Dann muss ich diese Regel eben ändern. Aber es ist ja sozusagen das Argument gegen Ihren Vorwurf der Planwirtschaft ist, dass es ja nicht so ist, dass bisher keine Regel gibt und jetzt fordere ich, dass man eine Regel einführt, sondern es gibt eine Regel, die hat bisher ganz gut funktioniert, jetzt funktioniert sie nicht mehr. Wenn sie nicht mehr funktioniert, muss man sie ändern. Jeder, der sagt, wir haben die Regel und jetzt, obwohl es blöd funktioniert, bleiben wir bei der Regel, der würde wahrscheinlich eine eher schlechte Entscheidung treffen. Ja? Das ist das eine. Ja, und wir leben in keiner Welt, in der alles die Märkte regeln, sondern wo wir verschiedene Wirtschaftsakteure haben, das sind die Unternehmen, das sind aber auch die Staaten, die investieren zum Beispiel, die entscheiden ja auch, in welche Richtung tun wir unsere Investitionsmaßnahmen im Hinblick auf Forschungs- und Entwicklung richten. Ja, man subventioniert heutzutage nicht mehr Ölheizungen, sondern man subventioniert mit Recht Heizungen, die aus den fossilen Energien rausgehen, genauso wie man vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren die Raumfahrt subventioniert hat, weil man sich davon etwas versprochen hat als Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung und. Also es gibt immer wieder, sozusagen unser System ist ein guter, im besten Fall ein guter Mix aus privatem Engagement, aber auch staatlichen staatlichen Initiativen, und damit muss halt die Regierung entsprechend den Problemen, die es in einem Moment gibt, handeln. Ja? Man hat in den 50er Jahren eine intensive und nachhaltige Anti-Inflationspolitik gemacht, hat sie hinterher nicht mehr gemacht. Warum nicht? Weil wir kein Inflationsproblem gehabt haben. Ja? Wenn wir jetzt wieder ein Inflationsproblem haben, muss die Regierung auch da reagieren. Also dazu sagen, das ist alles Planwirtschaft und die Regierung soll sie raushalten, ist auch ein ökonomischer Blödsinn, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Erstens, und geht weit von dem weg, was die Menschen jetzt auch erwarten. Die Menschen erwarten sich, dass der Staat in der jetzigen Situation auch so etwas wie eine Schutzfunktion wahrnimmt. Frau Stenzel, obwohl wir die Regel haben, dass wir etwa zur Mitte der Sendung in die Werbung abgeben, aber ich breche die Regel, weil Sie wollen da noch antworten. Ja, also ich meine, es ist nicht nur die Sozialpartnerschaft gefordert, natürlich auch die Politik, da gebe ich Ihnen recht. Das ist, man kann sich da nicht aus der Verantwortung stehlen, aber man muss natürlich wissen, was tut man, um auch Wirtschaft zu erhalten. Und der beste Arbeitgeber immer ist die Wirtschaft und nicht der Politiker, der sagt, er schafft die Arbeitsplätze, die Wirtschaft schafft die Arbeitsplätze. Und da muss man ansetzen, damit eben Insolvenzen nach Tunlichkeit abgefangen oder vermieden werden. Aber jetzt haben wir sie eben. Und wir haben sie auch wegen außerordentlicher Umstände, das muss man auch sagen, wegen Corona und einer unglaublichen Bremsung. Und wir schlittern natürlich in eine rezessive Entwicklung. Und sich darüber was vorzumachen, wäre natürlich falsch. Das wollte ich dazu nur noch sagen. Derzeit schaut es in Österreich so aus, dass pro Tag etwa 21 Unternehmen Insolvenz beantragen müssen. Ich gebe jetzt kurz ab in die Werbung. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Im ersten Teil der Sendung diskutierten wir über die Nulllohnrunde in der Politik und die explodierenden Zinsen bei den Krediten in Österreich. Die Frage, die sich jetzt stellt, jeder braucht mehr Geld, das ist Tatsache in Österreich. Das heißt, wir werden einen wirklich heißen Herbst bei den Lohnverhandlungen ins Haus stehen haben. Herr Miesig, was erwarten Sie, was wird im Herbst passieren bei den Lohnverhandlungen? Wird man zumindest diese 4,8% Inflationsangleichung erreichen oder wird es doch mehr werden, 9, 10%?
Naja, wir reden ja jetzt nicht mehr von einer rollierenden Inflation, also der Inflation des vergangenen Jahres von 4,8%, sondern eher von 8-9%. Weiß ich nicht, was da jetzt sozusagen die Entwicklung des Vorjahres ist, wenn diese Verhandlungen beginnen. Und alles drunter wäre ein Reallohnverlust, ist völlig klar. Und Gewerkschaften können sich nicht damit zufrieden geben, einen Reallohnverlust für ihre Beschäftigten hinzunehmen. Also wird es darum gehen, dass sie diese Inflation von 8-9% verhindern. Was wir realiter sehen werden, ist natürlich, dass wir diese und jene Gewerkschaften haben. Wir haben Gewerkschaften, die in gut organisierten Bereichen mit Großbetrieben, wo man eine hohe Verhandlungsmacht hat, in der Elektro- und Stahlindustrie beispielsweise und in anderen Industrien haben, die gut darin sind, die Reallohnverluste zu vermeiden. Und dann wird es welche geben, wo es wirklich sehr, sehr schwierig wird, im Einzelhandel und so weiter und so fort. Ja? Also da, wo viele damit rechnen müssen, dass sie Reallohnverluste hinnehmen müssen. Erinnern wir uns, ich glaube, eine der schlechtesten Verhandlungen, die im vergangenen Jahr durchgeführt worden sind, die sind von den Betriebsräten des ORF durchgeführt worden, wo die Beschäftigten, glaube ich, nur 2% plus bekommen haben bei einer Inflation, die damals, glaube ich, 8 oder 7% gehabt hat. Also das ist ja alles für die Beschäftigten eine Katastrophe, für die ganz normalen Leute, die, sagen wir, wie es ist, einen Reallohnverlust längst hinnehmen haben müssen. Ja? Während, das haben wir auch nicht ganz vergessen, nicht nur sozusagen alle Zahlen, sondern auch alle Urteile von den verschiedensten Experten bis zur OECD, bis zum IWF lauten, dass ein Großteil der Inflation längst gewinngetrieben ist. Also nicht bloß, wie es am Anfang war, durch importierte höhere Preise, also durch die Energiepreise, sondern längst durch eine Gewinnspirale. Was heißt das? Dass viele Unternehmen die Möglichkeit wahrgenommen haben, ihre Profite zu steigern, weil es sozusagen nicht so sehr auffällt, wenn ich sozusagen die Preise erhöhe oder auch wenn ich das neue Preisumfeld benutze, um höhere Gewinnmargen zu erzielen. Ja, also bei den Energieunternehmen haben wir das wahrgenommen. Wir nehmen es jetzt auch wahr bei den Banken. Wir haben es vorher diskutiert, sozusagen die Zinsschere, die aufgeht, also die Sparzinsen werden immer höher, die Sparzinsen bleiben niedrig, aber die Kreditzinsen nehmen zu. Natürlich spielt auch die EZB da eine Rolle, die man auch langsam diskutieren muss, die dramatisch das Zinsniveau erhöht hat, weil man sagt, höhere Zinsen bekämpfen die Inflation, aber bei der Inflation haben die höheren Zinsen eigentlich keine Auswirkungen auf die Inflation gehabt, sondern ruinieren nur die Wirtschaft. Also wir brauchen hier ein Gesamtumfeld, wo man vernünftige Politik macht, aber vernünftige Politik kann sicherlich nicht heißen, dass die Beschäftigten einen Reallohnverlust hinnehmen und die Gesamtbevölkerung damit einen Nachfrageausfall produziert, der erst recht dann wiederum die Wirtschaft hemmt. Wie sehen Sie das? Also erstens einmal hat die EZB Jahre hindurch die Eurozone mit Geld geflutet, das muss man sagen. Und die EZB hat mit dieser lockeren Hand sozusagen natürlich die Inflation grundgelegt. Dadurch haben wir ein Geld, das immer weniger wert wurde, weil die Produktion nicht mit der Menge an Geld Schritt gehalten hat. Und daher halte ich weiters, muss ich sagen, jede weitere Bepreisung, die man vermeiden kann, um also diese Spirale irgendwie in den Griff zu kriegen, zum Beispiel eine CO2-Bepreisung, halte ich also für inflationsfördernd und nicht inflationssenkend. Also ich wäre da hier sehr kritisch, auch in diesen Fällen, ja. Aber von einer Sondersteuer, wie es zum Beispiel die Giorgia Meloni in Italien macht, dass man einfach sagt, die Banken, die exorbitante Gewinne eingefahren haben, müssen diese Sondersteuer zahlen, wenn sie mehr als 5 bzw. 10% zum Gewinn, den sie 2021 erzielt haben. Also jetzt halten Sie davon etwas? Sondersteuern sind, alle Steuern sind ein Problem, ja. Wenn es jedem schlecht geht, ist jede Steuererhöhung nicht gerade gut. Das Problem, das wir haben in allen unseren Ländern, in der EU insgesamt, auch in Österreich, ist, dass wir natürlich unseren Wohlstand über Jahrzehnte kreditfinanziert halten konnten und auch dadurch und finanzieren konnten. Und jetzt ist das Problem, dass die Kreditzinsen auf einmal hinaufgehen, weil die Produktivität mit den Geldmengen nicht
nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Und das hat diese Inflationsspirale, die jeden Einzelnen von uns trifft, aber die sogenannten Besserverdiener natürlich in dem Sinn nicht, muss man auch dazu sagen, ja, haben wir diese Inflationsspirale in Gang gesetzt. Also ich mache schon auch die EZB, die jetzt natürlich schrittweise die Leitzinsen immer wieder erhöht, wobei man sagt, das ist zu spät und das ist zu wenig und so fort. Aber das ist eben geschuldet der Flutung mit Geld in den vergangenen Jahren und der verschiedenen EZB-Generaldirektoren. Ja. Gut, Ich weiß ja nicht, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte gerade sagen, wenn genug Geld vorhanden ist, könnte man ja das natürlich auch auf die Zinsen der Sparer drauflegen, was man aber nicht tut. Also da wird schamlos abgecasht. Anders ist das, glaube ich, nicht zu bezeichnen. Herr Misik, Sie wollten zu diesem Thema noch ein Statement? Ja, ich weiß ja nicht, ob wir hier ein makroökonomisches Kolloquium veranstalten sollten, aber so einfach ist es auch wieder nicht, dass die EZB die Wirtschaft mit Geld geflutet hat und dass das inflationstreibend wäre, weil das wäre nur dann der Fall, wenn die Wirtschaft mit Geld flutet, das Geld bei allen Menschen ankommt und wir jetzt sehr viel Geld haben, mit dem wir das uns kaufen können, was wir bisher nicht gekauft haben, kaufen konnten und damit die Preise hochgehen. Das war ja nicht die Erfahrung und das, was passiert ist in den letzten 15 Jahren, insofern hatte das natürlich keinerlei inflationäre Wirkung. Wir sehen Sie auch daran, dass wir in den letzten 15 Jahren keine Inflation hatten. Ja? Es hat vielleicht ein paar Nachteile gehabt beim Vermögensaufbau. Es gab so etwas wie Vermögensinflation und Bubbles, die dadurch aufgeblasen worden sind, aber nicht Inflation im engeren Sinne. Sie ist erst eingetreten mit dem Ende der Corona-Krise, wo es sozusagen Lieferungskettenengpässe gegeben hat und dann mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Einmarsch von Putin in Russland, wo du quasi eine importierte Energiepreisinflation hast, die aber keine ökonomische Ursache, sondern eine geopolitische Ursache hat. Ja? Also das ist der eine Punkt. Und darauf hat jetzt die EZB mit Zinserhöhungen reagiert, was sozusagen schwierig ist, weil sozusagen damit kannst du natürlich keinerlei importierten Preis reduzieren, sondern nur das Preisniveau in deiner eigenen Wirtschaft. Weil was bedeutet, wenn ich eine Zinserhöhung mache, dann können die Unternehmen nicht mehr so richtig investieren oder es ist teurer, wenn sie investieren. Es werden bestimmte Arbeitsplätze nicht geschaffen, die sonst geschaffen worden wären. Die Beschäftigten haben damit sozusagen niedrigere Einkommen, weil manche keinen Arbeitsplatz bekommen, die sonst einen bekommen hätten. Es gibt mehr Insolvenzen, was dann auch dazu führt, dass die Beschäftigten weniger Geld zum Ausgeben haben und es wird dann auch weniger Gas nachgefragt und Strom nachgefragt, weil die Unternehmen, die pleite sind, werden dann keinen Strom mehr kaufen und kein Gas mehr kaufen. Und dann, das ist sozusagen die Lehrbuchidee, dann sinkt der Preis wiederum. Ja? Das ist halt nur etwas, was in den letzten Monaten eher schlecht funktioniert hat, weil wir haben einerseits stark steigende Inflation und andererseits jetzt auch durch die Gefahr einer Wirtschaftskrise. Und das wäre sozusagen eine sehr fatale Kombination. Und da stellt sich schon die Frage, ob nicht eine Senkung der Zinsen durch die EZB, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, um Insolvenzen zu verhindern, zum Beispiel auch den Häuselbauern die Möglichkeit zu geben, sich wieder Kredite zu nehmen, um ihre Einfamilienhäuser bauen zu können. Aber das gilt natürlich auch für den gemeinnützigen Wohnbau, der sich ja auch seine Projekte über die Finanzindustrie finanzieren. Deren Preise oder deren Zinskosten steigen ja jetzt auch ins Unermessliche. Also das wären durchaus Dinge, die man sich fragen soll, weil das würde ja auch bestimmte Preise wieder reduzieren. Ja? Wenn ich sozusagen quasi die Investition in nachhaltige Energieversorgung teurer mache, ja, dann werde ich länger brauchen, bis ich den billigen Ökostrom habe und werde mich länger mit dem teuren fossilen Energien versorgen müssen. Also das sind durchaus alles Fragen, die in die falsche Richtung gehen, glaube ich. Es würde schon reichen, wenn die Zinsen so ausschauen würden, dass die österreichischen Häuselbauern ihre Kredite überhaupt in Zukunft bedienen können. Das ist das eine Thema. Ja. Aber ich mache jetzt einen großen Sprung. Egoismus gibt es in der Wirtschaft, Egoismus gibt es in der Politik. Den ausgeprägtesten Egoismus scheint es aber zu geben, wenn man auf
den hohen Berg steigen will. Es gibt einen Skandal in der Todeszone auf dem K2. Das ist immerhin der zweitgrößte Berg auf dieser Welt. Und was ist dort geschehen? Also jedes Mal im Sommer versuchen hunderte Bergsteiger mit Sherpas, mit Gepäckträgern, um viel, viel Geld, das sie bezahlen, diesen zweithöchsten Berg zu erklimmen. Sie nehmen alles für den Gipfelsieg in Kauf. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Ein pakistanischer Träger ist kurz vor dem Gipfel abgestürzt, hing dann kopfüber im Seil sterbend. Und zwischen 200 und 400 Bergsteiger sind an diesem Mann, an diesen Sterbenden, einfach vorbeigezogen. Sie haben nicht geholfen, konnten vielleicht auch gar nicht helfen. Sie sind zum Gipfel aufgebrochen, nur weil sie dringend ganz oben sein wollten. Dieser Egoismus hat selbst den Herrn Messner, immerhin der bekannteste Bergsteiger der Welt, wirklich geschockt. Haben Sie das verfolgt, Herr Misik, was da passiert ist am K2? Ja, ich habe es verfolgt im Rahmen der, also sozusagen das, was Sie jetzt referiert haben, das habe ich gewusst. Sehr viel mehr im Detail habe ich es natürlich nicht verfolgt. Ja, es ist natürlich eine schaurige Geschichte, eine furchtbare Geschichte. Und selbst wenn es tatsächlich so ist, dass die, die dort vor Ort waren, dem Sterbenden nicht helfen hätten können, kann ich nicht beurteilen, dann ist es noch lang kein Grund, über den hinwegzusteigen und nicht alles zu versuchen, ihm zu helfen. Ja? Oder zumindest irgendwas zu tun. Ja? Also dieses Ignorieren fremden Elends, wenn man das so nennen mag, ist schon eine sehr haarsträubende Art und Weise. Und weil Sie in Ihrer Moderation gesagt haben, es ist ein Hort des Egoismus, der hohe Berg, oder dieser Berg im ewigen Eis, oder wie man es mag, dann wäre das eine schöne Deutung, wenn es tatsächlich nur so ist. Also wenn das wirklich etwas ist, ein Irrsinn, der sich auf diesen Bergen abgespielt hat. Schlimmer wäre es natürlich, wenn wir uns eingestehen müssen, dass das eine Art von Metapher auf die Welt und die Gesellschaft ist, die wir geschaffen haben, wo jeder ums eigene Leiberl rennt und nur mehr auf sich schaut, vielleicht auch, weil es die Umstände erzwingen, weil man sich Solidarität gar nicht mehr leisten kann, aber auch, weil wir eine Wettbewerbsgesellschaft geworden sind, wo jeder seinem eigenen Erfolg nahezu alles unterordnet. Wenn es also sozusagen nicht nur ein Geschehen am Berg ist, sondern das eigentlich unsere Gesellschaft durchzieht, dann ist es etwas, was uns noch viel mehr irgendwie erschüttern sollte und schrecken sollte und vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass es Zeit ist, da ein bisschen umzukehren, oder? Willi Steindl, ein Tiroler Hotelier und Bergsteiger, der war selbst vor Ort und hat im Interview mit uns eben geschildert, was sich da am K2 tatsächlich zugetragen hat. Er hat gemeint, es ist ein erschreckendes Sittenbild, dieser Wettlauf um den Sieg, um den Gipfelsieg. Ja, das ist, dieser ganze Hochalpinismus ist zu einer Art Massentourismus geworden, was an sich auch schon bedenklich ist, dass hier quasi Völkerwanderungen auf die höchsten Gipfel der Welt sozusagen stattfinden und jeder sich damit brüsten möchte, er war oben. Und es ist auch eine Missachtung der Helfer, ja, die diesen Hochalpinismus überhaupt möglich machen. Und das sehe ich schon als eine grundlegende, ein großes Defizit, dass man also über diejenigen, die diesen Hochalpinismus überhaupt erst möglich machen, weil sie alle Lasten tragen und so weiter, dass man über die so hinwegsieht, das selbstverständlich nimmt und dass die alles schleppen und tun und dann über sie hinwegsieht quasi. Also ich glaube, man muss diese Art des Sports, sagt man, soll fair sein und Bergsteigen ist eine Sportart, also die Fairness hat hier also sehr nicht nur gelitten, sondern einen Rückschlag erlitten. Ja, das sind, glaube ich, gute Schlussworte für diese Sendung. Ursula Stenzel, ich danke vielmals für dieses Gespräch
Und beste Grüße an Robert Missig und seine kritischen Aussagen zum Thema Null-Lohn-Runde und was er von Andreas Babler bei seiner Sommertour erwarten wird. Danke vielmals.